Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich mag das immer nicht so gern, wenn Bilder in einem Video sind und entweder formatfiltern sind, was bei 16 zu 9 immer nicht so schön aussieht, oder dann mit einem weißen oder schwarzen Hintergrund einfach eingeblendet werden. Das soll nicht heißen, dass das schlecht ist oder sonst irgendwas, soll gar keine Wertung sein. Mir persönlich gefällt es aber nicht so gut. Ich mochte es schon immer, wenn das gleiche Bild nochmal im Hintergrund gezeigt wird, aber unscharf. Und genau diese Funktion kann man in DaVinci Resolve sehr, sehr leicht erzeugen und machen. Und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Im Einspieler habt ihr ja das Ergebnis schon gesehen und viel mehr bauen wir jetzt hier auch gar nicht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das gefällt, wenn ihr es spannend findet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne. Vielleicht entwickelt sich aus den Kommentaren heraus dann auch ein Thema für ein zweites Tutorial rund um DaVinci Resolve. Ich nutze jetzt hier die Version 18.5. Das könnt ihr hier unten, könnt ihr das sehen. Und ich habe mir hier jetzt einfach mal ein neues Projekt angelegt. Habe eine neue Timeline und mein Projekt ist natürlich in 4K wie immer und 29,97 Frames per Second und viel mehr braucht es jetzt hier eigentlich auch gar nicht, weil wir verwenden jetzt hier einfach nur eine Bildschirmaufnahme. Dann habe ich mir meinen Add-One-Ordner angelegt, meinen Foto-Ordner. Mit diesen Bildern werden wir das Ganze jetzt quasi machen und im Add-One-Ordner habe ich jetzt schon einmal Musik. Ich füge jetzt mal noch ganz fix meine Abspannmusik hinzu. So, jetzt haben wir auch die Abspannmusik hier mit drinne und ja, mehr braucht es jetzt hier nicht mehr. Und was wir jetzt machen ist, entweder sucht ihr euch ein Bild nach dem anderen aus, ihr könnt das mit einem Doppelklick hier in dem Vorschau-Player euch laden oder ihr wisst schon, dass ihr das und das Bild nehmen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass jetzt hier keine Personen zu sehen sind und dann zieht man das Foto hier einfach mal in die Timeline hinein. So, sieht es ganz gut aus und dann haben wir das erste Bild hier drin. Jetzt seht ihr schon, links und rechts ist abgeschnitten tatsächlich und oben und unten hätten wir normalerweise noch Spielraum. Und das ist genau das, was eben bei 2:3, 3:2 Fotos natürlich der normale Zustand ist. Die sind natürlich nicht kompatibel mit dem 16:9 Format. Jetzt kann man in diesem Bereich links und rechts natürlich mit irgendwas auffüllen. Man kann es auch so lassen. Man kann aber auch das Bild kleiner machen zum Beispiel. Und genau das mache ich immer. Ich gehe dann hier oben auf Zoom, gebe den Wert 0.9 ein und drücke Enter. Und jetzt seht ihr, haben wir oben, unten und links und rechts natürlich schwarz, weil schwarz der Standard der Timeline ist. Und um das jetzt schöner zu gestalten, gibt es unter den Effekten, unter den Filtern, einen Filter, der nennt sich Blanking Fill. Ihr seht ihn hier bei meinen Favoriten. Das macht es mir dann immer ein bisschen leichter. Aber ich zeige euch ganz genau, wie ich das mache. Und dann gebt ihr hier in die Suche einfach mal ein. Blanking oder Blend reicht schon. Und dann kommt dieser hier. Und da seht ihr, wenn ihr nur die Maus drauf haltet, seht ihr schon die Vorschau im rechten Fenster, wie das Ganze aussehen wird. Den ziehen wir jetzt hier drauf. Und dann seht ihr, haben wir schon mal unseren Hintergrund. Das sieht aber immer noch nicht so aus, wie ihr das jetzt im Einspieler oder gesehen habt oder eben auch aus unseren Videos der letzten Wochen und Monate kennt. Ihr wisst ja, ich schneide seit März alle Videos nur noch in DaVinci Resolve, grufe mich hier so langsam rein. Bin noch lange nicht da auf dem Stand, wo ich mal im Final Cut oder zuvor in Premiere war. Aber Stück für Stück komme ich da vorwärts. Und so sieht das Bild jetzt hier aus. Gefällt uns jetzt natürlich noch nicht so perfekt. Wir müssen hier oben auf den Reiter Effects wechseln. Wenn Video haben wir hier den Zoom geändert und dann gehen wir auf Effects und gehen erstmal hier auf Source. Das gehen wir nach unten und dann haben wir Crop Left und Crop Right und das möchte ich aber nicht haben, sondern ich möchte da tatsächlich 0 haben. Und wenn ihr den Haken lasst bei Same Left Right, dann wird rechts gleich mit umgestellt und ihr seht, das Bild ist jetzt breiter. Das ist zum Beispiel für Bilder im Hochkantformat sehr wichtig, weil da habt ihr ja sowieso schon nicht Format füllen, sondern nur einen schmalen Streifen. Und wenn euch da dann noch durch den kleinen eingegebenen Crop hier noch ein bisschen was fehlt, dann ist das einfach nicht so schön, finde ich. Jetzt kommen wir mal zum Hintergrund und den würde ich nicht als Stretch machen, also nicht breit ziehen lassen, sondern geht hier auf Zoom, ist meine Empfehlung. Ihr könnt auch den Standard so lassen, aber man sieht bei manchen Bildern dann, dass sie verzerrt sind. Trotz, dass sie im Hintergrund unscharf sind, sieht man das einfach. Finde ich immer persönlich
nicht so schön. Deswegen gehe ich auf Zoom to Timeline. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Unschärfe einzustellen des Hintergrunds. Und was ich aber immer noch mache, ist Fade Amount einstellen. Und der ist jetzt auf weiß. Wenn ihr den bis hinter zieht, dann ist der Hintergrund komplett weiß. Das will ich natürlich nicht. Ich stelle den auf schwarz, so dass das Bild wirklich ein bisschen dunkler wird. Den Wert, den ich jetzt eingegeben habe mit 0,3, ist ein bisschen zu hoch. Ich gehe immer so auf 0,25, so die Drehe. Das ist nicht immer gleich, immer unterschiedlich. Und bei der Unschärfe gehe ich tatsächlich so auf einen Wert von 600 bis 700. Wir nehmen jetzt einfach 651, dann ist der Hintergrund unschärfer und das Bild im Vordergrund hebt sich noch mehr ab. Jetzt haben wir aber immer noch nicht diesen 3D-Effekt, den ihr eingangs gesehen habt, sondern das sieht alles noch so flach und glatt aus. Und um den zu bekommen, geht man jetzt einfach hier noch auf Drop Shadow und die Schattenstärke zieht ihr jetzt raus auf 1,0, könnt auch den Wert direkt eingeben und dann habt ihr diesen dreidimensionalen Effekt und schon seid ihr fertig. Was ich beim ersten Bild dann immer noch mache, ist, dass ich hier reinfade natürlich. Gehe jetzt hier mal so auf 1,15, das ist immer ein recht netter Wert. Und das zweite Bild, was ich mir dann hole, da gehe ich dann mit dem Cursor dahin, wo die das Einfaden quasi aufhört, suchen uns hier mal ein zweites Bild raus. Das setze ich mir dann hier dran, ziehe das untere auf Länge, das erste Bild, und dann kann es losgehen. Und jetzt haben wir das Bild hier drin und wenn ihr euch das anguckt, sieht das wieder so aus. Ich mache jetzt aber mal noch ein paar mehr Bilder rein, damit wir einfach mal ein bisschen schneller vorankommen. Soll ja ein Quick-Tipp sein und kein riesenlanges Video. Und dann nehmen wir vielleicht mal hier das noch. Muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, kann nicht alle Bilder hier jetzt verwenden. Das ist schon grenzwertig, das nehme ich wieder raus. Probieren wir mal hier, das sollte noch gut gehen. So, ganz genau, da erkennt man auch niemanden. Dann haben wir hier das noch, genau, sieht auch cool aus. So von oben mal so eine Perspektive auf die Drachenboote. Ich durfte nämlich für den Friedersdorfer Wassersport e.V. ja, mit der Drohne das Training begleiten. Leider darf ich das Video nicht veröffentlichen, was da entstanden ist, aus ja, Datenschutz, Persönlichkeitsrechten, Gründen oder sonst irgendwas. Bisschen schade, habe ich mich ein bisschen im Nachgang dann geärgert, weil im Vorfeld hieß es, ja, kein Problem, kannst du machen, aber dann hat sich wohl doch eine Person quergestellt und damit ist das Ganze dann natürlich erledigt und ja, nicht so schön. Das Bild haben wir, glaube ich, schon. Nehmen wir mal noch so ein Drachenboot aus der Entfernung, das sollte noch in Ordnung sein und dann reicht es eigentlich auch mit den Bildern. Und das letzte Bild, was ich dann immer nehme, das setze ich wieder ans erste, bringe das auf gleiche Länge, setze schon mal den Fader ein, so. Den machen wir wieder auf 1,15. Das springt manchmal wieder weg. So. Und dann setzen wir den ebenfalls hier hinten an. Die Musik lasse ich jetzt ganz bewusst weg, sonst würdet ihr mich nicht mehr hören, weil ich habe natürlich auch meinen Ton angeschalten. Und ja, jetzt haben wir das erste Bild hier fertig. Das wählen wir jetzt mal an. Und dann können wir mit der rechten Maustaste auf Copy gehen. Jetzt markieren wir uns alle Bilder, die wir hier unten drunter haben. Rechte Maustaste. Und gehen dann auf Paste Attributes, wählen an Zoom und Plugins, weil das ist das Einzige, was wir gemacht haben. Das Plugin ist dieses Blanking Fill, was wir draufgelegt haben. Und Zoom ist natürlich, weil wir von 1 auf 0,9 gegangen sind. Den Wert könnt ihr natürlich auch individuell machen, wie ihr das gerne möchtet. Gehen auf Apply und zack, haben wir alle Bilder mit dem gleichen Effekt. Und das würde ich euch auch empfehlen, das wirklich immer so zu machen. Dann habt ihr eine schöne, homogene Dia-Show. Man kann auch das vordere Bild im Vordergrund noch animieren, dass das reinzoomt, rauszoomt oder vom Bild nach links und rechts wandert. Das mag ich persönlich nicht, weil mir das dann zu unruhig wird. Ich möchte Bilder immer gern in Ruhe mir anschauen. Und ja, man könnte Pause drücken, ich weiß, aber ich finde es so dann einfach angenehmer. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. So, und was ich dann noch mache, ist alle markieren. Gehe auf Video Transitions. Dann müssen wir hier oben aus der Suche wieder Blend rauslöschen, sonst kommt da nichts. Und dann nehme ich meistens Cross Dissolve. Rechte Maustaste, Add to Select, Edit Points and Clips. Den ersten lösche ich, den letzten lösche ich und dann ist das Ganze fertig und wenn ihr jetzt die Leertaste drückt, dann läuft das im Vorschaufenster ab und dann seht ihr,
dass auch die Länge, wie ich finde, sehr angenehm ist. Man könnte jetzt noch Einblendungen machen, wo das ist, was das ist und lauter so Geschichten. Das kann ich euch gern vielleicht mal noch in einem zweiten Teil zum Bilder einbinden in die Videos zeigen. Aber ihr seht, so einfach ist es, Bilder in seine Videos zu bekommen mit der WinRe Resolve. Ich hoffe, dieses kleine kurze Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.